Willkommen bei Tierrettung weltweit. Das, was den kleinen Welpen in diesem Video angetan wurde, macht einen wirklich sprachlos. Wie kann ein Mensch einen solchen Hass auf Tiere haben, um so etwas zu tun? Durch Zufall hört ein Anwohner in der Nähe von Udaipur in Indien immer wieder ein leises Wimmern. So entschloss er sich dazu, dem Geräusch nachzugehen und kam letztlich zu den kleinen Welpen. Einmal zu zweit und einmal zu dritt, an unterschiedlichen Orten nah beieinander, wurden die Welpen in Teer gelegt und dann einfach liegen gelassen. Zwei von ihnen waren derart verklebt, dass es ein absolutes Wunder war, dass sie zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch am Leben waren. Der Mann, der die Welpen fand, rief umgehend die Tierretter der Animal Aid India an und bat diese um Hilfe. Daraufhin machten sich die Tierretter auf den Weg zum besagten Ort und fanden dann die hilflosen Welpen vor. Die Tierretter mussten als erstes behutsam die Welpen von der Erde lösen, so dass sie keinerlei Schmerzen haben. Um den Teer lösen zu können, gibt es nämlich nur eine Möglichkeit, und das ist lauwarmes Wasser. Nachdem die fünf Hunde in der Auffangstation ankamen, wurden sie stundenlang immer wieder mit warmem Wasser gewaschen. So löste sich der Teer nach und nach wieder auf und die Welpen hatten dabei keinerlei Schmerzen. Auch in den nächsten Tagen wurden dann die kleinsten Überreste aus dem Fell gewaschen. Mittlerweile sind 14 Tage vergangen und die fünf Welpen sind kerngesund und toben mit voller Lebensfreude durch die Auffangstation der Tierrettung. Wenn du täglich mehr wundervolle Tierrettungsgeschichten sehen möchtest, dann abonniere doch gerne kostenlos unseren Kanal.